Yeah! Köln, endlich wieder hier in diesem Waschsalon, Alter. Das letzte Mal, als ich hier war, das war 2017, Nightwatch Talent Award. Und ich hab den gewonnen! Ja, Mann, danach ging es richtig steil bergauf mit der Karriere. Richtig krass, so krass gelogen. Ja, Leute, ich will mich noch mal vorstellen. Ich bin Tutti Tran, komme aus Berlin. Andere würden sagen, Reichsbürger. Meine Freundin nennt mich Schatz. Meine Mama Sohn und mein Vater... Ah, Slock! Das ist so... Ich bin auch schon, aufgrund meiner Kindheit, bin ich ja sehr schlagfertig geworden. Ne? Ich bin in Berlin oder Köln geboren, aufgewachsen. Das ist so Duisburg-Marxloh-Light. Und, ja, sehr schön. Ja, so. Auf jeden Fall, ich musste in der Schule schon mich, ne, mit Sprüchen bekämpfen. Und es geht am besten, wenn du halt schlagfertig bist. Ja? Dritte Klasse, Folgengeschichte, Hofpause. Ich gerade am Frühstücken, mein Pausenbrot gebissen. Nein, Spaß, das war Pausenreis. Auf jeden Fall, ich war am Essen, auf einmal steht eine junge Mitschülerin vor mir und macht einfach nur so. Ich als Kind in der dritten Klasse voll naiv, frag noch so, hä, hey, was ist mit deinen Augen los? Sie hat es mir erklärt. Na, das bist du. Schlitzauge, Schlitzauge, Schlitzauge. Ich habe sie angeguckt und gesagt, Eiche, du hast einen Bart. Also, das ist eher so meine Art von Humor. Immer schön zurückschießen, meine Damen und Herren. Jawollo. Ey, jetzt steht der Weihnachten vor der Tür. Was machen wir? Wir gehen shoppen. Ja, und ich bin auch so, ich bin ehrlich zu euch. Ich habe versucht, meiner Freundin einen Adventskalender zusammenzustellen. Und normalerweise finde ich nichts bei DM, aber ich bin Minus. Ja, also... Nein, ich bin ehrlich, ich gehe zu DM und finde als Kerl was. Ich lasse da gerne Geld da. Ja? Ich bin so Duschgel-Einhorn. Ja? Und bei mir funktioniert, wenn die Verpackung glitzert, bin ich am Start. Ja? Das ist komplett, das ist richtig geil. Sag mal, kennt ihr noch Schlecker? Kennt ihr noch Schlecker? Guck mal, für alle etwas jüngeren Leute, die keine Ahnung haben, was Schlecker war. Ich erkläre es kurz. Schlecker wurde so konzipiert, dass man perfekt klauen konnte. Guck mal, wie viele Leute geklaut haben. Guck mal, wie viele Leute geklaut haben. Warum konnte man klauen? Es waren sehr enge Gänge, es gab keine Kameras, immer nur eine Mitarbeiterin. War? Ich kann mich noch daran erinnern, als meine Mama meinen Vater zu Schlecker schickte, er sollte Binden kaufen. Erklär mal einem vietnamesischen Vater, dass er Binden kaufen soll. Ja, er hat sich Hilfe geholt, hat mich angeguckt und gesagt, ey Junge, ey du Arschloch, einkaufen! Ich dachte mir so, Mann, warum musst du wieder mit, Alter? Da standen wir bei Schlecker in so einem Gang, er greift rein, und er weiß normalerweise immer alles besser. Er greift rein, zieht eine Packung raus, guckt mich an. Leser? Ich sag, Digga, keine Ahnung. Ja, du bist auch dumm. Legt die Packung wieder rein, zieht die nächste Packung, guckt mich wieder an. Vielleicht das, ja, vielleicht das, ja. Ich guck in die Verpackung und denk mir so, Papa, ich glaube, Mama schiebt sich unten keine Spültabs rein, Alter. Das ist nicht dasselbe, Digga. Das ist nicht dasselbe, Alter. Und was machen wir, wenn wir überfordert sind? Wir fragen kompetente Mitarbeiter, ja? Und mein Vater hat natürlich mit Füßen und Händen versucht zu erklären, was er braucht. Er suchte Binden, wusste nicht, wie er es beschreiben sollte. Und er guckte die einzige Mitarbeiterin bei Schlecker an. Hallo, du, sie? Hab eine Frage. Hallo, du, ja, du, ja, hallo, ja. Ich suche für meine Frau unten. Entschuldigen Sie, wie bitte? Ja, für meine Frau unten. War ja auch nicht welche. Normalerweise ich unten, aber nicht heute, ja? Können Sie es vielleicht noch mal ein bisschen filigraner beschreiben, was Sie genau unten brauchen? Ja, ich war ja auch nicht für meine Frau hier. Da, 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 da. Wenn du nicht wusstest, worum es ging und du in der Sekunde an Schlecker vorbeigelaufen bist und du guckst in diese Scheibe rein, dann siehst du so einen vietnamesischen Vater mit seinem Sohn bei sexueller Belästigung, Alter. Vor allem einfach so ohne Ton. Ich liebe den Typen. Der ist von vornherein einfach witzig. Den musst du nur beobachten. Der ist funny, Alter. Ich war vor einigen Wochen mit meiner Freundin bei meinem Vater zu Hause essen. Und meine Freundin lebt jetzt seit fast einem Jahr vegan. Ja, man, die hat sich voll verändert, Alter. Ja, ich weiß. Egal. Mehr Küken für mich. Egal. Auf jeden Fall waren wir bei meinem Vater. Und sie hatte dort an dem Abend zum ersten Mal erklärt, dass sie halt jetzt keine Tiere mehr futtert. So, und versucht das mal einem Vietnamesen zu erklären aus der ersten Generation. Ne? Und sie dann so, hi, Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Vater heißt Philipp. Unterschreibt seinen Namen immer mit Philips. Ja, das ist sein Ding. So. Auf jeden Fall guckte sie meinen Vater an und sagte, vielen Dank erstmal für die Einladung, Philipp, aber bevor du loslegst, ich wollte dir nur sagen, ich esse kein Fleisch mehr. Und du hast an dem Blick meines Vaters gesehen, er sieht gerade Vietnamkrieg nur von vorne. Nein, 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 nein.
nicht schon wieder? Er guckt zu mir rüber, fragt doch vietnamesisch, warum nicht mehr? Ich gucke ihn an und sage, frag sie selber. Meine Freundin gefragt so. Du kein Fly mehr? Warum du kein Fly mehr? Und meine Freundin hat es erklärt, ich fühle mich einfach besser gesundheitlich und ich liebe Tiere so sehr, ich kann das nicht mehr. Und er so, oh. Er guckte meiner Freundin ganz tief in die Augen und sagte, vielleicht morgen. Das ist nur eine Phase, meine Damen und Herren. Vielleicht morgen. Am selben Abend gab es unsere traditionelle vietnamesische Reisbandnudelsuppe. Ihr kennt sie. Phở Bò. Achso ja, sorry. Die Deutschen sagen Phở Bò. Manche sagen auch Phở Bò. Ja. Das heißt Phở Bò. Ja. Man hört es raus, ich bin aus Leipzig. So, nein. Flach läuft in Köln hier. Ist geil, Alter. Ja. Wenn euch flach gefällt, dann gefällt euch auch mein Pimmel. Egal, so machen wir direkt weiter. Nein, der eigentliche Punkt ist ja, ich dachte, mein Vater hat es kapiert. Ja, mein Vater macht die Suppe und die ist original mit Rindfleisch. Okay, normal. Die ist original mit Rindfleisch und er stellt die Schüssel meiner Freundin auf den Tisch und meine Freundin war gerade auf Instagram, hat noch was eingetippt, was gepostet, was auch immer, hat sich mitbekommen. Und ich sehe aus dem Augenwinkel, Digga, da schwimmt Fleisch. Und ich habe es aber so unterschwellig versucht, nochmal zu kommunizieren, damit meine Freundin es nicht mitbekommt, dass er gerade missbaut. Ich zu meinem Vater so, Papa, da ist Fleisch drin. Und er richtig selbstsicher, ja, wat sie nicht wei, mag sie nicht, hi. Seit wann machen wir denn sowas, Alter? Jetzt kommen die Vietnamesen noch mit deutschen Sprichwörtern, oder was? Was sagt er als nächstes? Ja, die Apfel, nicht wei von die Bambut. Ihr seid geil drauf, Leute. Ey, kennt ihr diesen Moment, wenn ihr die U-Bahn steigt und es gibt so Menschen, die sind einfach unempathisch und telefonieren richtig laut und denken, sie sind alleine? Diese asozialen Penner. Ja, mein Vater. Pass auf. 90er Jahre, okay, U-Bahn, ich war noch wirklich sehr, sehr jung und damals war es so mit dem Nokia, das ging dann so los. Ich glaube, mein Vater hat dieses Nokia immer noch im Keller, hat safe noch 3 Striche Akku, Alter. Für alle Leute, die nicht wissen, was Nokia ist, Nokia hast du gegen die Wand geworfen, Wand war weg. Okay, das war, genau. Und damals war es halt nicht so üblich, dass jeder ein Handy hatte. Richtig? Also war dieser Klingelton schon so penetrant. Ich war mit meinem Vater in der U-Bahn, sein Handy klingelt. Es reagiert keiner. Nicht mal er. Mein Vater wollte den Leuten auf die Sprünge helfen, dass ein Handy klingelt. Hallo, ey, das ist zu laut, hallo. Hallo, das ist zu laut. Und ich dann zu meinem Papa so, Papa, das ist dein Handy. Und er hat es an so einer Lederschnalle. Kennt ihr noch den am Gürtel? Ja, genau, das hatte der gehabt. Und er war auf einmal so stolz. Ja, das meiner. Nokia 2616, ne? Mein Vater hat seine Stimme nicht unter Kontrolle. Ihm ist es egal, wer im Abteil mit drin sitzt. Er geht ran, hallo? Nein. Nein. Nein, heute hab frei. Na, heute hab frei. Na, ich nicht arbeite heute. Montag immer frei. Ich hab frei. Du Arschloch, fick deine Mutter. Und leg wieder auf. Es war wirklich sehr ruhig, keiner hat sich getraut. Ich war neugierig. Ich war neugierig, ich wollte wissen, mit wem er telefoniert hat. Ich habe also 2 Stationen abgewartet. Hab ihn dann gefragt, so Papa, wer war denn das? Ha? Jobcenter.